Hallöchen und da juckt das hier. Willkommen zurück, FIFA 17 Trainerkarriere mit dem FC Bayern. Wir spielen gegen den HSV. Monatliches Scouting-Update, Turnierpreisgeld. Na, gucken wir mal rein hier. Monatliches Scouting-Update. Wen haben wir denn hier? Den können wir direkt wieder ablehnen. Ja, alles was unter 90 ist, Potenzial kann direkt, brauchen wir nicht. Wir spielen hier Champions League, da können wir auch nur so eine Granaten, so wie das hier, gebrauchen. 82, bam. Der ist schon 17, 67, den können wir im Prinzip auch wieder direkt. Ja, aus Spanien nichts dabei aktuell. So, HSV, ja, schweres Spiel gehabt gegen Lazio, natürlich vom Platz gefegt, die Jungs. So, und jetzt zu Hause gegen den HSV, die werden es richtig, richtig schwer haben. Und ja, ich kann meine Jungs so ein bisschen verheizen, denn es ist ja Länderspielpause, Länderspiel, mir doch egal, was danach passiert. So, Kimmich kommt für Schweinsteiger, obwohl ich fand, nein. Diese Option schon auch ganz geil mit Kimmich, probieren wir das mal. So, Vidal heute nicht, sondern, Odegaard können wir auch mitnehmen. Lass mal Vidal spielen. Dann Bennett, den nehme ich natürlich mit für Lewandowski. Odegaard kommt auch mit. Jugend forscht. Ribéry kommt mit. So. Also, den HSV, den will ich fertig machen. Und deswegen heiter Wetter. Ab ins Stadion. Tada! Willkommen zum Spiel FC Bayern München gegen den Hamburger Sportverein. Aus der Allianz Arena, René Adler im Tor. Wo steht der HSV? Das ist für mich die entscheidende Frage. Ich habe keine Ahnung, wo die hier in FIFA 17 sind. Ja, Platz 15. Ich kann also aktuell dazu beitragen, dass der HSV es richtig schwer haben wird in dieser Saison. Und das ist geil. Und ich habe natürlich auch ein Star-Ensemble mitgebracht. Und ich will alles tun, um dieses Spiel hier zu Hause zu gewinnen. Nachdem wir hier das Viertelfinale in der Champions League so schön erreicht haben. Die Fans sind da, das ist immer geil. So, Sanchez. So, Kimmich jetzt hinten rechts. Hab mir mal bei Yogi Löw ein paar Tipps geholt. Oh, Sané, schön mit Müller. Kriegt er nicht. Also verhaltener Anfang diesmal. Oha, da muss man auch schon so ein bisschen aufpassen. Oh, Leroy. So, und wieder schön geklärt. Und wieder kommt der Ball nicht an. Also der HSV ist hier rigoros vorne dran. Immer ein Schritt schneller im Moment. Und Einwurf. So, komm schon, komm schon, komm schon. So, Leroy Sané macht hier Meter. Und auch hier wieder gutes Beispiel dafür. Jetzt gerade Müller. Costa rückt rein, das war natürlich nicht so gut von ihm. Sondern jetzt vielleicht auch mal mit ein wenig Ballbesitz. Oh, Kimmich mit dem... So, und jetzt das erste Mal Costa am Ball. Glaube ich. Sieht hier Sané. Sanchez. Ah, der kommt nicht durch. Müller zu verspielt. Wollte es mit der Hacke. Treffsicherste Vereine. FC Bayern München. Ja, ich bin so gut wie noch nie in FIFA, glaube ich. Viele haben auch schon gesagt, ich soll hier... Ah, schade. Mal auf Legende stellen. Noch nicht. Diese Saison spiele ich noch zu Ende. Und dann schauen wir mal. Oh.
Ah, und die erste Ecke für den HSV. Also bislang gelingt mir hier nicht so viel, wie ich mir das erhofft hatte. So, Douglas Costa. Ja, wenn der nicht schnell genug ist, um so einen Konter zu spielen, dann weiß ich auch nicht, wer denn sonst. Auf Müller! Der Rede Adler hält. Boah. Manometer, also starke Konteraktion. Deswegen brauche ich schnelle Flügelspieler. Ich liebe dieses Spiel, dieses Konterspiel, selbst mit den Bayern. Macht mir das so viel Spaß. Und Kimmich, wieder Adler. So, Sneijder mit der Ecke und Boateng. Na, nein. Also, ich kann hier den Druck zumindest mal verstärken. Oh, gut ausgespielt. Also dafür, dass der HSV so weit unten drin steht, spielen die hier richtig guten Fußball. Aber das kann natürlich auch sein. Kaum geht es mal gegen die großen Bayern. Natürlich werden da mehr Reserven freigesetzt, mobilisiert. Ah, ja. Ah. Oh, Sané wird geblockt. Da habt ihr das gesehen. Konnte nicht weiterlaufen. Also der HSV, man sieht es gerade. Ich bin furchtbar konzentriert. Das sind immer die Phasen, wenn ich nicht spreche. Dann ist hier absolute Konzentration gefragt. Und guckt euch das an. Der HSV zwingt mich zu solchen Fehlpässen. So, jetzt Leroy Sané. Der ist ja auch nicht gerade langsam. Der HSV steht hoch. Nein! Also ich habe schon die richtigen Flügelspieler. Beide schnell. Ja, da musste ich irgendwie zwischen. Das gibt wahrscheinlich auch die gelbe Karte. Wo ist sie denn? Ja, habe ich ja immer parat. Aber Moment. Ja, gelb für Jerome Boateng. Noch 0 zu 0. Naja, ich bin natürlich auch noch ausgepowert. Quasi vom Spiel gegen Lazio. So, diesmal wieder Leroy Sané. Immer noch Leroy Sané und am Ende dann einer zu viel. Na. Und jetzt der HSV. Ah. Es ist aber auch hier anstrengend. Der HSV wirft hier wahrscheinlich alles rein. Die brauchen jeden Punkt. So, von Wesley Sneijder leider auch nicht so viel zu sehen bislang. Vielleicht jetzt mal eine schöne Aktion. Oh. Befreiungsschlag, naja. Befreiungsschlag. Eher Einwurf aus einer guten Position. Kimmich kann flanken. Und das Ding kommt gut auf Costa. Abstoß. Wow. Also Kimmich ist wahrscheinlich eine gute Partie für hinten rechts. Am Ziel vorbei. Thomas Müller. So, Sneijder. Wieder Müller. Vidal. Auf Costa. Flanke kommt. Niemand da. Hoffen wir auf die zweite Hälfte. So, gleich mal für... Ah. Schade. Also 0 zu 0 zur Halbzeit. Ich kann hier überhaupt keinen Druck aufbauen.
nicht so wie in den vergangenen Spielen. Liegt das wirklich an dem Champions-League-Spiel unter der Woche, dass ich da wirklich meine Kräfte so verbraten und verpowert habe? Ich weiß es nicht. Ich kann es wirklich nicht sagen, ob das hier der Grund ist. Auf jeden Fall sieht es ja eigentlich düster aus. Spiel fortsetzen. So, mal gucken. Ein Tor muss ja. Wir hatten ja auch ein sehr spätes Tor gegen Frankfurt. Da habe ich aber allerdings auch geschont. Aber auch solche Spiele müssen erstmal gewonnen werden. Nein. Der letzte Scheißpass wieder. Eigentlich dachte ich, ich kann hier Jugend vorspringen. Dreimal ganz junge Spieler rein. Bislang. Einmal einen Ballbesitz behalten. Vidal kann sich da nicht durchsetzen. Auf jeden Fall jetzt erstmal zu Beginn dieser zweiten Halbzeit hier sowas wie spielbestimmt. Wieder Einwurf. So, das erste Mal der HSV über die Mittellinie. Ah, schade, doch, den kriegt er noch. Leroy zieht an. Okay. Vielleicht ein gutes Beispiel dafür gewesen, dass es hier heute nicht läuft. Schön von Vidal. Oh, wieder kein Foul hier. Was heißt wieder? Kimmich. Es ist aber also... Ich kann nur hoffen, dass der HSV, dass da irgendwann die Kräfte nachlassen. Oh, ja, den kriegt er... Also der HSV weiß schon. Ich gehe mal in die Offensive. Müller! Riesenmöglichkeit! Eigentlich alles richtig gemacht. Gegen die Laufrichtung geköpft. Das ist wieder der letzte. Ah. Ja, aber hier war Nikolai Müller, sieht man schon. Da lassen die Kräfte jetzt nach. Oh, Neuer, das regt mich gerade auf. Den hätte er so locker einfach haben müssen. So, ja, man sieht an Snyder, der bewegt ja eh nichts in diesem Spiel. Deswegen, wen habe ich denn da? Da versuche ich mal ganz klar jetzt hier. Also nichts mit Jugend forscht hier. Ja, und Boateng muss raus, dann, falls ich da nochmal in den Zweikampf gehen muss mit einer Grätsche. So, also, Dreierwechsel bei mir. Viele fragen sich, warum Mats Hummels. Deswegen nicht. So, beim HSV kommen jetzt auch Ungenauigkeiten dazu. Mit Robben habe ich einfach einen extrem lauf- und abschlussstarken Spieler. Da geht er aber gut hin. Wieder gelb, dritte gelbe für den HSV. Hält sich im, ja, Nikolai Müller, der kann ja nicht mehr. So, da ungefähr hin und das Ding auf. Ja.
So, und wieder Flanke Leroy Sané. Ich muss hier jetzt noch offensiver gehen. So, Arturo Vidal. Oh nein! Arjen Robben! Was für eine Chance hat der denn gerade vergeben? So, hier nochmal Nikolai Müller. Ja, nur die Beine des Österreichers. Da wäre fast gewesen. So, Vidal. Ribéry. Leroy Sané. Oh, da haben wieder nur Millimeter gefehlt. So, Robben. Ah. Noch 10 Minuten. Jetzt beginnt die... Ich gucke schon seit ein paar Minuten ständig auf die Uhr. Robben! Doch, komm schon. Lars Socker, die kleine Drecksau hier nochmal. Zeitspiel. Manometer. Ja. Oh, da blieb mein Herz kurz stehen, weil ich dachte, Mensch, irgendjemand muss doch hier. Alter Falter. Hier das erste Ding, Alaba ganz stark und dann Müller, dachte ich, nein. Aber er kriegt das Ding auf Sanchez und der ist hier wieder mal Man of the Match. Sein siebtes Tor, also. So, wir gehen hier wieder auf ausgeglichen. So, schön, Leroy Sané. Jetzt vielleicht nochmal sowas wie einen Konter. Boah! Was hatte ich denn da vor? Ribéry kämpft und grätscht. Diesmal Foul gegen Nikolai Müller. Also der HSV hat hier ein, ja, Gelb für Ribéry, denke ich mal. Nee. Der HSV hat hier ein Riesenspiel gemacht. Damit hab ich nun wirklich nicht gerechnet. Einwurf Bayern. Nachspielzeit läuft schon. Und Einwurf Bayern. Ja. Oh, das Ding wollte ich eigentlich auf Robben. Stark. Und das war's. 1-0 gegen den HSV. Unterm Strich war es ein harter Gegner, war es ein harter Job. Und unterm Strich wieder 3 Punkte im Kampf um die Meisterschaft. Neuer Weißes, das war wichtig heute. Bums. Damn. Bam! Also Adler hat natürlich wahnsinnig gut gehalten. Zwei, drei Dinger waren dabei, wo ich mir jetzt immer noch, mich immer noch frage. Hätte der nicht reingekonnt? Also, puh, ja. 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 Gut. Warum war hier gerade... Egal. So, jetzt können wir noch mal schön Jugend... Oh, sind noch zwei da. Dann müssen wir ein paar andere hier mal... Benko ist da. Ja, ist noch fraglich. Was sollen wir? Alle sind weg. Hansen, nehmen wir mal den Hansen.
Alles klar, Frau Hansen. Mensch, Sie sehen ja so gut aus. So, hier haben wir. Oh, selbst Odegaard ist zur Nationalmannschaft. Dann nehmen wir nochmal Bennett. Gucken, was wir da noch rausholen können. Hier, El Rondo. Zack. Ja, wenn nicht mehr so viel da ist, ne? Aufgrund von National, von Länderspielen. So, Bennett verbessert sich auf 68. Richtig geil. Also, da ist er. Der Newcomer der nächsten Saison wahrscheinlich. Mal gucken. So, das nächste Spiel ist, glaube ich, mal gucken. Gegen Mainz. Zwischendurch sind Länderspiele, ordentlich Pause. Champions League gegen Schalke. Wuhu! Viertelfinale gegen S04. Wünscht man sich das in der Champions League gegen eine deutsche Mannschaft zu spielen? Naja, wir sehen uns. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.